Was ist denn eigentlich intuitive Formulation? Keine Ahnung, aber deswegen haben wir einen Bericht darüber gemacht mit Uwe von Trotha von Checkpoint Charlie, der großen Underground-Legende aus Karlsruhe. Aber der junge Mann macht noch einiges andere. Er malt, er macht Musik, er ist ein Allround-Künstler und hat ein bisschen was zu erzählen. Here we go. Was war denn was war denn der Schritt jetzt von der Musik und von der Lyrik dann Bilder zu malen? Ja, gemalt habe ich schon immer, ne? Aber nur ab und zu und so und früher ganz anders. Das sind die zwei Seelen, die als in der Brust wohnen oder die vielen Seelen, weißt du, ich habe total naiv gemalt, ganz kindlich früher. Aber dem sind natürlich, wenn du so naiv malst, das ist zwar klasse und so und alles toll harmonisch und so, aber dem sind halt Grenzen gesetzt, weißt du, wenn du das ein paar Jahre machst. Und dann immer nur ab und zu, dann ist das okay, weißt du, und dann freust du dich, wenn du so ein Dörfle malst und Tierchen, Männle und so weiter, weißt du, und Apfelernte und solche Sachen, alles total harmonisch und schön bunt, weißt du, da freust du dich dran. Aber wenn das hat halt dann seine Grenzen, wenn du das jahrelang immer wieder mal machst, ist das okay, aber wenn du jetzt, plötzlich habe ich halt gemerkt, dass es mich nicht mehr befriedigt, so, ne? Naja, aber dann habe ich auf jeden Fall vor einigen Jahren dann angefangen, da ein bisschen rum zu experimentieren und zu machen und so fort. Und das ist das, was da rausgekommen ist. Ich habe jetzt auch schon öfter mal ein paar Ausstellungen gemacht, habe auch Leute kennengelernt, unter anderem auch einen guten Freund kennengelernt, der bildender Künstler ist, also so ein normaler akademischer, der auch so einen gewissen Namen hat so in der Szene und der unterstützt mich da auch ein bisschen in meinem, weil der die Sachen ganz gut findet, zum Teil, die ich da mache. Und so habe ich auch ein paar Connection und das glücklicherweise geht das verhältnismäßig, wenn ich sehe, wie viele Künstler da, wie Schwierigkeiten sind. Noch verhältnismäßig gut. Also ich verkaufe ab und zu Bilder. Ja, und du bist aber dann quasi Autodidakt. Ich bin aber totaler Autodidakt. Ja, und kannst du da irgendwie was sagen? Ich meine, es ist ja, will zwar nicht immer jeder irgendwie Kunst zu erklären, ist ja eigentlich immer ein bisschen blöd, aber was da vielleicht so jetzt so konzeptionell hinter dem Ganzen steht, vielleicht hast du Ja, mal also Lust, bei irgendwie mir ein, ist, zwei Worte darüber bei zu mir ist verlieren. viel über, bei mir geht viel über die Titel, ne? Das ist noch, auch noch der Bezug, den ich da zu Checkpoint Charlie habe, weißt, über Sprache, was auszudrücken. Hier zum Beispiel elefantöse Erscheinung über Stadtcafé, weißt, heißt das da. Ne? Was für eine Erscheinung. Elefantös. Ne? Oder hier, sei getrost, du bist geheilt. Ne? Und da, oder da, Mensch-Kulturtrichter. Ne? Das sind halt so Sachen. Das sieht auch ganz nett aus, finde ich. Ja, das ist noch gar nicht so alt. Ich habe den Titel vergessen. Müssen wir mal gucken. Zwei tanzende Kinder unter dem Regenbogen. Das große da, das heißt Hausrakete mit Elementarwesen. Weißt? Ja? Wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass alles. Wie zum Beispiel die Kelten, hier ist ja eine Gegend, wo viele Kelten waren, weißt du, die also eine Naturreligion hatten, weißt du, und hunderte von Göttern. Und die sind da davon ausgegangen, dass alles beseelt ist. Verstehst du? Und das, deswegen hatten die auch hunderte, ich glaube, was man weiß, über 400 Götter Die allein. sahen aber nicht alle so lieb aus mit Nee, dir. das nicht, das ist halt eins von mir. Oder das hier also heißt zum Beispiel Kulturhuhn-Impression. Hier das, ne? Ja, du hast auch deinen eigenen Stil erfunden, das kannst du mir jetzt vielleicht nochmal sagen, wie der heißt. Intuitive Formulation. Aber worin der besteht, das wird nicht Nee, verraten, weil nee, aus Copyright-Gründen genau, sozusagen. genau. Weil meine Bilder, wenn du die irgendwo siehst, die erkennst du sofort wieder. Das habe ich jetzt inzwischen schon rausgekriegt. Die Leute erkennen das. Die wissen, wann sie einen Trotha sehen, weißt du? Und das ist wichtig. Ist ja in der Musik genau dasselbe. Ah Immer ja. sofort identifizierbar sein. Aha. Das ist jetzt ein Kinderbuch, Ja, das ist das aber ist. noch nicht durch intuitive Nee, Formulation das ist ganz entstanden. bewusst Text und Musik von mir, zeigt dann immer die erste Seite da, das sieht man schon viel. Tisch. Da kommen ein paar Kinder zu ihrer Oma aufs Land im Winter, gell? Und da geht es um den Weihnachtsmann. Deswegen heißt das Buch Oma kennt den richtigen Weihnachtsmann. Ist gut für euch Städter und so, sehr interessant. Erfährt man, woher die Milch kommt und lauter solche Sachen.
Ja, und hier ist ein, das heißt hier ein Arbeitsplatz. Hausboot Urban heißt das. An dem geht's nicht so, der ist da ein bisschen schockiert hier, ne? Ja, und hier sitzt du dann immer schön jeden Tag von hier, ich hab auch noch 8 bis 18 Uhr und. Ich habe auch noch ein anderes Atelier im Sommer, da habe ich mehr Platz und so. Weißt, aber da kann man nicht heizen, weißt, das ist ein ehemaliger Fußballer bei Nachbarn. Ne? Ja, da schlafe ich da mal, ist dann große Bilder. Uwe, wir bedanken uns herzlich bei dir, dass du uns hier die Einblicke gewährt hast und vielleicht bis zum nächsten Mal, bis zu deinen neuen Projekten, was dir noch einfällt, vielleicht jetzt hier vielen Dokumentationen oder so, ja, allein, dass ich inspiriert habe. Dass ich in Karlsruhe mal ausstelle demnächst und dann können wir vielleicht noch was machen. Ne? Dann machen wir wieder eine große von Droda Feature. Genau. Alles klar. Okay, ich danke euch auch.